Games oder was ist das? Ja. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Salzsustenstraße, Route 11 nach Osten Richtung Mühlstadt. Die Straße
silbrige Adern immer, die sich so runterziehen. Ne? Ja. Der Steingletscher. Oh. Da kommt er. Nach 600 Metern rechts ab. Auf Tiere. Continue on Route 11 vor 23 Kilometern. So eine kleine Straße, da kannst du da zu dem Gletscher hochfahren, der dich erinnern kannst. Ja. Da lag noch mehr Schnee damals. Da sind wir zum letzten Parkplatz immer gar nicht gekommen.
Der Steingletscher, ne? Ja. Ja, ja, genau. Sieht man schön das blaue Eis, ne? Ja. Kalte Pfoten gekriegt. Ja.
Hier mussten wir damals 2006 umdrehen, weil da oben die Straße gesperrt war wegen Geröllrutsch. Okay. Da ist dieses Foto hier auf der Steinbrücke entstanden mit den zwei Schweiz lackierten Streetcars. Dieser Schweizer 2006 muss echt ominös sein, weil ich alles verpasst habe. Über alle Legende.
war so nass, ne? Die Straße war nass. Ich kämpfe hier mit dem Streetcar, mit meinen Slickreifen, mit einem Semi-Slickreifen hier. Und hinter mir fährt Larissa, die war zusammen mit der Andi. Mit der Snakey zusammen im Auto. Und filmen die so, oder siehst du mich so? Da, und Larissa so. Ja, kann er jetzt nicht schneller oder will er nicht schneller? Und dann die Snakey so. Der will nicht schneller. Der kann nicht bei jeder Streetcar-Tour mit einem kaputt geschrotteten Streetie nach Hause kommen. Das war da das Jahr nach dem Nürburgring. Das war es dann. Anhalten, wenn er nicht platt.
Kommt dann gleich eine Rudi-Rüssel-Tankstelle. Da haben sich alle köstlich drüber amüsiert. Ja, ja, ich weiß. Im Straßenverlauf in Route 2 noch 4 Kilometer voll. Haben wir hier nicht mal getrankt an der und den Tommy verabschiedet? War doch hier, oder? Ja. Auf Gotthardstraße, 3 Kilometer vor dir, musst du mit 5 Minuten Verzögerung durchlaufen. Nein, das wäre hier gewesen. Du befindest dich noch immer auf der schnellsten Route. Es gibt ja da einige. Aber hier hat man mal getankt. Larissa hat sich halt immer vor allen Dingen deswegen drüber aufgeregt, weil sie ja auch mal Zigarettennachschub und sowas braucht und du immer in so einer Pampa-Tankstelle hältst, wo man nichts kaufen kann.